Und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Superparty und wir spielen The Dawns of the Forest. Ja, ich bin hier schon mal ein bisschen weiter. Ich habe uns eben schnell eine Reuse gemacht. Oh, da ist schon einer drin, ne? Das ist ja cool. Den können wir nämlich direkt hier aufhängen. Dass der trocknet. Das dauert immer so eine kleine Weile. Wir müssen aber... Oh, ich sehe gerade, wir müssen... was essen. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Und ich weiß, wo wir es kriegen. Alles klar, essen wir hier mal. Noch ein. Und wir trinken hier mal eine Limo. Ja, wir können eine zweite Limo trinken. Ist ja gar nicht. Gut. Aber wir haben keine Schmerztabletten mehr. Das ist nicht gut. Wir sind leer. Okay, ich bin hier schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe da oben mal ein bisschen leer geräumt. Dann konnte ich die Reuse bauen. Das muss alles weg. Hier liegt noch ein Stock. Und ich dachte mir, dass wir hier unser Haus hinsetzen. Das Haus bauen wir frei. Das mag ich nämlich sehr gerne. Beibauen. Und hier in der Ecke würde ich auch direkt mit Steinboden anfangen, damit wir da einen Kamin hinsetzen können. So, die baue ich dann schnell hin. Okay. Ja, früher musstest du jeden einzelnen Stein einzeln setzen. Jetzt macht er das in einen Zug. Seht ihr das? Ja. Okay. So, ein paar brauchen wir noch. Hier oben hatte ich noch welche gesehen. Ne, die hatte ich schon nach unten gebracht. Stimmt, okay. Die hatte ich schon nach unten gebracht. Aber hier oben. Hier gibt es auch noch welche. Okay, die Gegner. Die können zu uns da unten nicht hin. Aber hier können sie hin. Das ist aber nicht schlimm. Dann machen die nämlich nur ein bisschen Trouble hier oben. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, einmal laufe ich noch nach oben. Dann haben wir das nämlich direkt. Eins, zwei, drei. Können wir vierten? Ja. Vier Stück können wir auf einmal tragen. Okay, sollten wir Stöcker noch brauchen, dann haben wir da auch noch wieder welche. Okay, so. Und die packen wir wieder. So, das sehe ich. Die spawnen. Gucken wir nach unserem Fleisch. Das ist noch nicht gut. Trinken haben wir hier uns hier, habe ich mir hier noch gebaut. Wir hatten uns ja einen von den Schildkröten unten am Fluss organisiert. Okay, das klappt sogar. Das ist ja interessant. Kann da so drin spawnen, ja cool. Ich hatte schon Bammel, dass ich zu dicht dran bin. Okay, den noch im Schnellfällen. Wo fällen wir den hin? Hier hin. Ja, diese Detailverliebtheit in diesem Spiel, das ist einfach Wahnsinn. Muss ich schon sagen. Und da fällt er. Baum fällt. So. Das hätten wir dann. Und dann würde ich sagen,
McGee schmeißen wir. Und löfen die mal auf hier. Ach, aufnehmen wollte ich den gar nicht. Bleib im Liegen. Ah ja. Einmal anvisieren und zuschlagen. So war das. Dann bauen wir hier noch im Schnelleimer hier oben drauf. Dann können wir da nämlich eigentlich schon unseren unsere Feuerstelle aufbauen. Ja, erstmal bauen wir eine kleine Feuerstelle auf. So, dafür muss ich eben einmal kurz gucken. Wechseln. Und genau, erst die Feuerstelle hinbauen. Ah, falscher Knopf. Dafür brauchen wir ein Stickchen. Hey, du sollst ihn in der Hand nehmen. So. So, das nicht. Wir nehmen jetzt nämlich Steine. Und setzen die da drum. Oh, das wollte ich nicht. Top. Und das ist nämlich unsere Anfangsfeuerstelle. So, wir kommen gut voran. Essen ist gesichert, Trinken ist soweit gesichert. Da sind noch, wie heißen sie? Enten. Holz haben wir genug. Exzellent. Gut, gucken wir nochmal nach dem Fleisch. Das Fleisch darf noch ein bisschen. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen auf jeden Fall Medikamente haben. Das bedeutet, wir laufen eben einmal zu einem Spot, der ist gar nicht weit von hier. Oh, hier sind auch noch welche. Ja, die sind da drüber gefallen, ne? So. Das war's, richtig? 5 Stück. Die drücken wir hier in den Grund rein. So, und wenn wir diesen Weg hier nämlich entlang laufen. Ein Stückchen ist das. So, die haben wir. Ich glaube, hier lang war das. Ja, deswegen auch immer auf den Boden gucken. Die Gegner sind anfangs. Oh, das ist Aloe Vera. Ja. Da sind sie schon wieder. Komischen. Laufen wir mal zu den Spot dahin. Und immer schön hier, da, da. Ne, das war ein Tier. Okay. Oh, Junge, du lebst ja noch. Mach das aus. So, scheiß Musik. Das mag YouTube nicht. Okay, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, da liegt auch noch einer. Im Wasser. Der hat's hinter sich, ne? C4, das ist gut. Er ist tot. Hier haben wir einmal. Ja, Pilz war das. C4 ist voll. Das kenne ich auch noch nicht. Da ist nochmal ein Pilz. Ein Mehl. Wenn wir den kaputt machen, kriegen wir. Oh, jetzt ist er tot. Oh, hier haben wir die fette Axt. Super. Und who is Jack Holt? What is he doing here? Waffen didn't have any friends. Shot. Ja gut, mein Englisch ist nicht so das Beste, aber. Die Puffins haben keine Freunde.
Das ist meistens so, wenn man dick fett Kohle hat. Dann hat man keine Freunde. So, ich hab hier. Kann ich denn schon? Nee, kann ich nicht. Alles klar, dann müssen wir erstmal so aushalten damit. Und da waren noch mehr C4. Da waren noch mehr. Wie heißt? Was war da jetzt drin? Oh, hier sind auch noch ein paar Dinger. Den nehmen wir natürlich mit. Da war noch mal diese Druckerfarbe. Okay, jetzt haben wir aber nur ein Ding hier haben wir gekriegt. Den nehme ich natürlich auch gleich. Und ich muss eben einmal gucken, wegen wir hatten hier doch irgendwo so einen Heiltrank, beziehungsweise wo war das denn? Da hatte ich ja noch gesagt, das ist neu. Hier können wir bauen, bauen, bauen. Da können wir Strom benutzen. Ein Elektrozaun. Da haben wir es. Gesundheitsmischung. Das ist Aloe Vera und irgendwie was anderes. Schon wieder falsche Tragknopf. Aloe Vera. Wo haben wir denn Aloe Vera? Da haben wir Aloe Vera. Kombinieren. Ah, wir haben. Ah doch, wir haben den anderen. War das dieser hier? Ich glaube wohl. So, das ist auch geil. Gesundheitsmischung. Alles klar. Okay. Ich würde aber sagen, wir haben hier alles mitgenommen. Scheiße, Alter. Jetzt habe ich mich aber. Verdammt nochmal, das klingt aber auch. So, das nächste, was wir bauen, ist eine Stocksammlung. Ein Stöckehalter. Gehen wir mal langsam zurück. Ja, wir haben jetzt die fette Axt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Oh, da ist sie. Hallo. Oh, einmal wegstecken hier. Wegstecken. Ist sie weg? Ja, die hat noch Angst vor uns. Die Madame Puffin. Hallo. Wie geht's hier? Du brauchst nicht weglaufen. Du brauchst keine Angst vor mir haben. Okay, noch hat sie Angst. Kann man ihr auch nicht verdenken. Bei dem ganzen Volk hier, was hier ist. Oh, Heiland, ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Also ich kann fast gar nichts mehr verstehen. So, die nehme ich natürlich noch mit. So. Okay, dann holen wir uns nochmal unsere restlichen Träume. Wo sind sie? Ich hab doch einen gehört. Jetzt sehe ich nichts. Okay, die haben wir da nämlich reingesteckt, damit die nicht die spawnen. Okay, an. Halt! So. Ja,
Na, wo ist er denn? So. Okay, dann können wir hier nämlich schon mal Feuer anmachen, ohne dass das ausgeht. Weil wenn wir das nämlich unter den Regen machen, dann geht das aus. Okay. So, dann würde ich erstmal sagen, bauen wir hier doch mal weiter. Der muss noch weg. Schade, dass die so zersplattern. Das wäre cool, wenn die nämlich, wenn das nämlich aus dem Rest da noch Feuerholz machen könntest. So, die drei hole ich auch noch. Dann können wir das nächste nämlich fertig machen hier. So, den haben wir. Einen noch, dann haben wir das nächste Fundament nämlich auch schon mal fertig. Ja, im Augenwinkel, da sieht man immer Sachen. Ja, das ist ganz, ganz komisch hier in diesem Spiel. Okay, hacke ich ihn oder nicht? Ja. So, jetzt aber. Okay. So, auf zum nächsten Fundament. Ja, das Bauen, das dauert immer so seine Zeit, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Das gehört damit zu. So, und dieser Spot hat nämlich auch die Vorteile, dass wenn ihr nämlich wieder neu reinkommt, dann ist der, sind die Truhen da wieder zu. Ist so ein bisschen schieden, aber da kann man mit leben, ne? So, die Steine wieder auf einnehmen, dass wir wieder voll besetzt sind. Okay, gleich will ich noch mal gucken, ob da noch ein Viech ist. So, da liegt auch noch mal ein Stück Baum. Ja, der Spot ist hier, ist eigentlich richtig gut. Deswegen baue ich ja auch so gerne. Okay, wie sieht unser Fleisch aus? Ist immer noch nicht fertig. Okay, da war ein Fisch. Okay. Ja, das funktioniert leider nicht. Auch schade, dass man nicht halbe Baumstämme hier als Wand kriegt, nach außen hin eben halt die gesamte, die Halbrunde und in der anderen Richtung die das Gerade. Aber das funktioniert nicht. Leider.
sieht einfach tadellos aus. Ich habe die Grafikeinstellung jetzt aber auch auf volle Power. Und das sieht einfach klasse aus. Wie gesagt, das Spiel hier, The Sons of the Forest und The Forest, ist bei mir zum Beispiel in mein Hall of Fame auf jeden Fall vertreten. Da gehört es einfach hin. So, dann haben wir die zweite Grundform auch schon fertig. Okay, den können wir jetzt noch nicht wegnehmen. Alles klar. Ich sehe aber gerade, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ja, jeder aller Anfang ist schwer, würde ich mal behaupten. Und wir sind aber recht gut gestartet mit schon genügend zu futtern, genügend zu trinken. Und ich würde sagen, machen wir hier einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.